Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen in einer neuen Aufnahme von Thief. Und ja, wir stehen hier immer noch und ich bin diesmal ein bisschen besser drauf, denn ich weiß, ich habe ein bisschen rumgeguckt in der zwischen den Aufnahmen und ich weiß, dass das hier und weil der Typ hier die ganze Zeit rumrennt. Ich muss da mal kurz gucken, weil Problem ist, jetzt. Naja, jetzt ist er. Guckt er halt genau dahin, wo ich eigentlich hin will. Obwohl, ich könnte auch hier hin, warte mal. Ein Königreich für einen. Ja, okay, gut. Ich könnte schwören. Hier irgendwas Interessantes noch, was wir vielleicht übersehen haben. Da will ich mal ganz kurz gucken, bei der Bank hier. Nö, das ist gar nichts. Jetzt muss ich ganz kurz aufpassen. Der Typ bleibt da immer stehen und kommt wieder zurück. Und ich weiß nicht, wie ich an dem Schreibtyp hier vorbeigehen kann, ohne dass die anderen das mitbekommen. Jetzt gerade eben läuft er ja durch die Gegend, ne? Ah, ich weiß halt nicht, wo er steht jetzt da. Okay. Oh. Entschuldigung, da habe ich vor Schreck die Aufnahme beendet. Hallo, ich bin wieder da. Das tut mir leid. Okay, jetzt nochmal schnell hier rüber. So, das hat man ja gerade schon. Entschuldigung, ich habe F10 wollte ich drücken für Neuladen, ne? Und habe auf Neu gedrückt. Für Aufnahme stoppen. Okay, ich bin froh, dass ich das gemerkt habe noch. Sonst wäre jetzt die Aufnahme im Arsch. Ich kenne mich ja. Das tut weh. Okay, also der steht unten an der Treppe jetzt. Das habe ich nicht bedacht, dass der da unten jetzt gucken geht. Problem aber auch, wenn er hier schreibt, wie komme ich dann die Treppe runter? Weil der guckt ja dann die ganze Zeit in die Richtung. Ich könnte höchstens Glück haben, dass er in dem Moment, wo er jetzt hochkommt und seinen Rücken zukehrt natürlich und der gerade drüben ist, dann kann ich rüber. Also ich hoffe, der kommt wieder hoch, weil sonst haben wir nämlich ein Problem. Sieht nämlich gerade. Ah, jetzt kommt er wieder, okay. Problem ist, der andere kommt auch gerade wieder. Scheiße, okay, das hätten wir dann schon mal verkackt. Weil der stellt sich jetzt wieder an seinen Schreibpult und macht weiter. Die Straßen sind so ruhig. Und hier ist Licht. Es sei denn, ich mache das hier aus, aber dann wird der auch aufmerksam, also. Oh, ja, Entschuldigung. Die Nacht dauert ewig. So, verzieh dich. Jetzt geht der. Der dort hinten kommt wieder zurück. Den müssen wir noch abwarten. Wenn der sich umdreht, dann versuche ich hier so um die Ecke und dann ganz schnell runter. Durch das Schwert sterben oder durch die Schwermut. Das ist mein Schicksal. Oh, Alter, warum? Ich habe F10 gedrückt. Mann, wie ich sowas hasse. Nicht F10. Ich bin schon durch am Anfang der Aufnahme. Es geht ja gut los hier. Ich habe Leertaste gedrückt. Hier, ich drücke Leertaste. Mann, ey, das ist so nervig. Dunkelheit spielt mir einen Streich. Das ist so verdammt nervig. Man drückt die Leertaste. Jetzt funktioniert's. Ja, aber wenn ich's brauche, nö. Hoffentlich macht jemand Ärger. Übrigens, ich hoffe, dass die Aufnahme nicht ruckelt. Das hatte ich letzte Mal. Es hat immer noch geruckelt und ich. Naja, ich kann dagegen gerade überhaupt nichts machen, leider. Das ist echt scheiße. Was willst du denn? Der andere ist, glaube ich, wieder die Treppe runter, ne? Glaube ich. Ich würde gleich mal kurz aufstehen, dann sehe ich es nämlich, aber da stört mich der da. Aber der ist ja relativ schnell weg. Ja. Der sucht immer noch und kommt jetzt wieder. Okay. Eigentlich durfte er mich nicht sehen. Gut. Ich verstehe nicht ganz. Den kann ich halt nicht ausschalten. Obwohl. Natürlich kann ich den ausschalten. Eins.
Ich muss noch einmal warten. Also wenn der wieder rüberkommt, ne? Dann warten wir, bis er zurückgeht. Während der den Rückweg antritt, werde ich den hier K.O. schlagen und in die Hecke ziehen. Problem ist, diese, also normalerweise, als normaler Mensch würde er jetzt mitbekommen, aha, mein Kollege fehlt, der stand doch gerade noch hier. Aber die sind hier so klug, dass sie das nicht mitbekommen. So. Jetzt geht der zurück. Perfekt. Und wenn der jetzt abhaut, dann... Ich muss mehr schlafen. Nimm mit! Okay. Zu spät und er sieht ihn jetzt. Hey, ich werde dich finden. Mich kriegst du nicht. Wenn ich dich finde, ich habe eh halt, das ist komisch mit den Tastatureingaben. Wie manchmal, man hämmert auf die Leertaste und es passiert nichts. Und jetzt habe ich auch eh gedrückt, um ihn zu nehmen und hinterzuziehen. Wir hätten es geschafft, zeitlich. Ich weiß, dass du da bist. Ich finde dich. Wart's ab. Aber die lassen den ja liegen, ey. Ich tu dir auch nichts. Versprochen. Oh. Bleib wachsam. Hier ist niemand. Zumindest jetzt nicht mehr. Ich lasse mich heute nicht zum Narren halten. Augen auf. Nur vorsichtshalber. Gut, die sind jetzt nicht mehr aggro. Aber der bleibt liegen. Gut. Der bleibt K.O. Bleib einfach wachsam. Bleib wachsam. Hallo. Gut, der hat nur noch einen Punkt. Der hier drüben auch nur noch. Okay, wir haben es bald geschafft. Ich hoffe, der bleibt liegen hier unten. Muss wachsam bleiben. Weil dann können wir nämlich sehr gut die Treppen runter. Wehe, das lohnt sich nicht. Ich hasse diese Warterei. Ja, ich auch. Mir geht es genauso wie dir, mein Freund. Und sonst so, ist alles klar bei euch. Macht ihr gerade so. So gut, der hat's aufgegeben. Der andere. Ich gehe noch ganz kurz mich versichern. Hat's auch aufgegeben. Gut. Dann hätten wir das geklärt. Hoffentlich macht jemand Ärger. Dann weise ich ihn zurecht. Ja, mach das. Ich speichere jetzt hier nochmal. Und dann... Ja, in dem Moment jetzt... In einem tollen Barrack-Loch bin ich da gelandet. Wir haben es geschafft. Speichern. Okay. Was haben wir hier? Nettes? Das sieht so interessant aus. Okay. Boah, endlich. Erstmal kurz durchs Schlüsselloch gucken, um sicher zu gehen, dass hier niemand rumkriecht. Ich sehe niemanden. Okay. Schloss knacken. Oh, ein sehr schweres Schloss. Ich mache mal ganz kurz meine Maus auf etwas feinfühlig, ja. So, jetzt. Und jetzt. Und... Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Nein! Nein, jetzt. So, na dann. Hereinspaziert. Northcrest Manor, Keller. Und die Tüs... die Tür zu, bitte. Dankeschön, der Herr. Ich hoffe, dass Garrett bald mal dass die Wunde von Garrett bald mal verheilt. Ne, da hat er ja schon eine Weile jetzt den Verband um. Ich schaue mich natürlich immer so ein bisschen nach Geheimnissen um. Und vor allen Dingen nach irgendwelchen Fallen, denn ich kenne das Spiel mittlerweile. Das Spiel ist manchmal ein bisschen gemein. Da sieht schon ein bisschen wieder so aus wie eine Druckplatte. Aber ich sehe keine Schussvorrichtung. Ich speichere trotzdem vorsichtshalber. Ah, okay. Und die typische... Ja, okay. Dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Und der obligatorische Balken. So, ganz kräftig.
Und... Komm schon, Junge. Hey, wie lange brauchen wir jetzt? Okay. Das war der leichte Teil. Das ist ein großes Haus und der Baron empfängt heute keinen Besuch. Nicht freiwillig. Hat er gerade gesagt, das war der leichtere Teil? Scheiße. Stelle den Baron in seinem privaten Studierzimmer. Das werden wir. So, wir sammeln natürlich aber erstmal alles ein. Weiß nicht, ob es hier hinten vielleicht... Okay, hier dürfen wir nicht lang. Nichts. Wirklich jetzt? Hier muss doch irgendwas liegen. Sammlerstück oder so. Na gut, dann nicht. Dann begeben wir uns mal die Treppe nach oben. Und erst durch das Schlüsselloch schauen. Der wird doch bestimmt Wachen haben. Sonst hätte Garrett nicht gesagt, das war der leichtere Teil. Und ich hätte gern einen Lichtschalter übrigens. Oh, da sind Druckplatten. Da sind Druckplatten hier noch nicht, Gott sei Dank. Wir machen alles zu hinter uns, das ist wichtig. Rohre. So, hier müssen wir ausweichen. Ich dachte, ich kann es vielleicht ganz ausschalten. Ich hasse dich. Ich hasse. Die Hallen sind neu. Baronoid Northcrest hat wohl Angst vor Besuchern. Ich sollte aufpassen. Ja, danke, Garrett. Baronoid. Das gefällt mir übrigens überhaupt nicht. Der Weinkeller. Oh, wie interessant. Wir können uns ja mal ein Fläschchen mitnehmen. Ich schaue mich nur sehr genau mal um. Ich werde bestimmt wieder irgendwas trotzdem übersehen. Vergoldete Flasche. Oh, wo kommen wir denn hier hin? Oh, lecker. Wurst. Obwohl, die Fliegen drum verheißen nichts Gutes, aber Wurst. Ich gehe mal ganz kurz hier oben gucken. Oh, ich dachte, ich... Wo sind meine Hände? Ach, hier. Okay. Wir sind auf jeden Fall nicht richtig, das weiß ich, aber... Ich möchte mich hier mal kurz umschauen. Schönes Feuer. Theoretischerweise dürfte mich hier niemand hören. Es geht aber überall raus hier. Gibt aber auch nichts zum Mitnehmen. Ich gehe mal lieber ganz kurz wieder. Bis. Wer sieht mich hier? Ich habe noch niemanden gesehen und trotzdem sagt er mir, dass mich irgendjemand... Na gut, wenn ich renne, hört man das natürlich. So, das gefällt mir besser. Gut, dann... Oh, ich hätte aufpassen sollen. Wegen Fallen. Ach, hier ist wieder so ein Keller. Wir müssen nach da. Also wir waren schon gar nicht mal so falsch. Aber natürlich schaue ich mich hier auch nochmal um. Wo sind wir hier? Oder was ist das? Warte mal kurz. Ist das irgendeine Halle? Das sieht irgendwie so groß aus. Oder den Weinkellern gibt es irgendwie nichts Interessantes. Das ist erstaunlich. Okay, ich muss hier mal ganz kurz reingucken. Ah, hier geht auch eine Treppe hoch. Jetzt bin ich gespannt. Das Haus ist wirklich sehr groß. Okay, wir könnten also von beiden Seiten hin. Das macht halt nichts aus. Da ist eine Tür. Ich sehe keine Wachen und ich höre auch keine. Kann man sich gut verstecken.
Ich möchte gerne das Licht ausschalten. Ist das irgendwie möglich? Oh, boah, bin ich erschrocken vor der Rüstung. Ah, okay. Da sind sie ja. Sieht aus wie so ein großer Speisesaal, aber da ist auch niemand. Ich habe mich nur vor der Rüstung hier erschrocken, die hier so immer in der Ecke stand. Ich speichere mal kurz. Und trete mal ins Licht. Okay, es sind hier irgendwo welche, aber ich würde gerne das Licht ausmachen. Okay, wir schauen uns erstmal um. Guten Tag, der Herr. Wo sind die? In dem Raum, schätze ich, waren wir vorhin drin. Bin ich blind oder was ist hier mit den Lichtschaltern? Da ist eine Rüstung. Das ist ein Schlafzimmer, glaube ich. Boah, ich bin froh, dass wir nicht mehr solche Horror-Einlagen hatten wie in der Heilanstalt. Bin echt froh, dass wir da durch sind. Okay, hier ist auch niemand. Sehr gut. Ein Brief. Interessant. Schauen wir uns mal an. Entlassungsschreiben. Das gesamte Personal von Northcrest Manor wird hiermit fristlos entlassen. Alle werden von der Wache des Barons durchsucht und dann vom Gebäude gebracht. Gelände gebracht. Jeder Versuch, Lebensmittel oder Rohstoffe hinauszuschmuggeln, wird mit dem Tod durch den Strang geahndet. Jeder, der sich nach Einbruch der Nacht noch auf dem Gelände befindet, wird verhaftet. Das sind nicht mal Zwangsentlassungen. Das ist ja fast wie Schlecker. Hi. Oh, guck mal, ein Bärenfell. Ah, so ein Tierfreund. Typ hat halt echt Kohle, ne? Größeres Bett hat er wahrscheinlich nicht gefunden. Ein Taschenporträt. Und Frankonogramm. Mhm. Eine Uhr, ein Wecker. Nett. Bilder kann ich nicht mitnehmen, auch nicht mit der Rasierklinge, die ja sein können. Da ist noch ein Schrank. Ist aber zum Verstecken. Hier dann wahrscheinlich angrenzend Badezimmer oder... Ja, ein Badezimmer. Hier ist aber auch niemand. Da liegt was Blaues, warte mal hier. Hier liegt was Blaues, ach, das ist der Stuhl, okay. Dann schauen wir uns im Badezimmer auch mal um. Schön, schön. Ein kleines Kännchen. In der Badewanne ist nichts. Ach, so ein Spiegel. Okay. Nee, warte mal. Hä? Ist das ein... Was spiegelt denn sich hier? Das Bild existiert hier gar nicht. Was gespiegelt wird. Hier. Oder ist es ein Fenster nach draußen? Nee. Okay, der Spiegel hat keinen Sinn. Wir können auch nicht spülen. Mit der Dame können wir auch nichts anfangen. Gut, dann machen wir uns wieder nach draußen. Hier können wir das Licht anschalten. Ich hoffe, wir sind hier noch alleine im Flur. Sieht gut aus. Links höre ich was.